So Leute, willkommen zu einem Part von The Legend of Zelda, nicht The Wind Waker, sondern The Minish Cap. Oh yeah, im letzten Part haben wir zusammen mit Manuel oder dem Master Quest Master die letzten Geheimnisse dieses, Spiels erkundet. Und ihr seht hier 999 mysteriöse Muscheln. Ja, ich habe ein bisschen mit Jeets gearbeitet, nachdem ich erst versucht habe, mit Geld zu arbeiten. Wie ihr in der Ecke seht, wegen dem Muschelzeugs und so. Und ich habe gesehen, wir können tatsächlich noch nicht alle haben. Wir können erst 130 haben und, Moment. Ich scroll mal kurz vor. Dann könnt ihr es sehen. Moment. Genau, es geht nur bis 130. Und wenn wir ihn anreden, sagt er ja, schön, dass du wieder da bist. Du hast schon alle Figuren, die es gibt. Willst du es trotzdem nochmal probieren? Ach so, ja, okay. Nee, das natürlich jetzt nicht. Er hat das letzte Mal, als ich ihn angeredet habe, hat er gesagt, er muss erst neue Figuren machen. Das heißt, es dauert noch ein bisschen. Bis wir weitermachen können, denn wir müssen vorher erst die Hauptstory abschließen. Was natürlich auf jeden Fall auch gemacht werden möchte. Es ist so komisch, jetzt wieder alleine aufzusehen. Davor war immer der Manu dabei und der fehlt jetzt irgendwie. Und es ist so leide hier und ich habe keinen, der mir irgendwie diese Schwierigkeit des Redens abnimmt. Du stirbst jetzt einfach mal. So, au. Wer wagt es, mich da hinten abzuschießen? Boom, stirb. Gut. Also auf, nach Schloss Hyrule. Denn dort wartet ja der letzte Dungeon auf uns. Oh yeah. Genau hier. Dunkles Schloss Hyrule. Und die Musik hat sich total verändert. Aber, nee, doch, sie hat, ja, die verändert sich sogar. Stimmt ja. Ich vergaß und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt erst hin muss. Moment, da gucke ich mir mal ein bisschen die Karte an. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal geradeaus durch. Das kann nicht schaden. Ah, guck mal an, Moblins. Nein, hörst du an? Nein, aua. Wir müssen alle 15.000 Richtungen hauen, die es so gibt. Ja, es gibt 15.000 Richtungen. Oben, unten, rechts, links, diagonal, in vier Richtungen, das sind 8 und dann immer noch eine Abstufung. Irgendwann kommt man zu einem Kreis. Aua. Was soll das hier nochmal? Die Kugel, die Statue spuckt, kannst du mit dem Schwert abwehren. Okay. Interessant. Broink. Swum, swum, swum. Okay, das hat nicht so ganz funktioniert. Ich dachte, das funktioniert vielleicht. Schieß. Wunderbar. Funktioniert doch alles einwandfrei. Gut. So viel dazu. Was haben wir hier oben? Erstmal ein paar Grabscha. Du stirbst einfach mal. Und du auch. Man kann sie auch mit Pfeilen bearbeiten, wie wir letztes Mal, wow, in dem Buch herausgefunden haben. Ich prüfe gerade, ob hier irgendwo was in der Wand versteckt ist, aber nein, hier ist tatsächlich nichts. Gut, ich habe das Schloss tatsächlich nicht mehr ganz im Kopf. Es ist nämlich ein relativ großer Dungeon, muss ich mal eingestehen. Ach stimmt, das war das hier. Genau, hier muss man gucken, dass man ohne ein Feld zweimal zu betreten sämtliche blauen Felder rot färbt. Das könnte jetzt interessant werden. Ich hebe so rüber. Ja, okay. Sollte eigentlich gar nicht mehr so schwer sein, wenn ich mich halbwegs konzentrieren kann. So, so, so. Und zack, wir haben es geschafft. Tür ist offen. Das sieht man doch gerne. Und schon wieder Moblins. Ah, Gott. Sterb doch einfach. So, sehr schön. Jetzt haben wir wieder volles Leben und wir können wieder mit Laserstrahlen durch die Gegend ballern, weil Laserschwert und so. Ah, Gott, genau, hier müssen wir die Schalter auslösen. So. Ich warte mal kurz, bis das Viech hier vorbei ist. So. Alles klar, kein Problem. Und wir halten einen kleinen Schlüssel, das ist doch sehr, sehr nice. Gut, dann, hi, du Typ, du. Ah, ich kann die tatsächlich nicht außerhalb der Wand treffen. Wow, warum spawnen hier überall Feen? Das war ja im letzten Part schon so, aber warum? Ich verstehe es nicht, aber okay. Wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel, das ist toll. Jetzt können wir uns davon einen Fisch kaufen. Nee, natürlich können wir damit die Tür öffnen. Bob. Und weiter geht's. Ich hoffe, ich habe jetzt auf der anderen Seite des Schlosses nichts verpasst. Das wäre ganz doof. Ich komme jetzt einfach mal hier runter. Du stirbst. Nein. Wenn ich rosa springe. Ah gut, sie haben mich nicht gerade getroffen. Das war sehr nett von ihnen. Gut, dass ich nochmal hier war. Hier ist nämlich eine Truhe mit der Dungeon-Karte. Oh yeah. Jetzt können wir
uns auch hier ein bisschen zurechtfinden. Ich war ja schon mal, also wir waren hier ja schon mal drinne. Das war ja, als wir das Schwert der Vier geholt haben. Dann mussten wir allerdings zwangsweise direkt mit den Dungeon beginnen und sind dann wieder rausgegangen, weil wir ja erst noch ein paar Kleinigkeiten erledigen wollten. Und du? Was ist nicht du, der mit dem Wirbelstab funktioniert hat oder irgendwie so? Moment, ich hab da was im Kopf. Genau, stimmt. Jetzt haben sie keinen Kopf mehr. Cool. Gefällt mir, muss ich sagen. Du stirbst. Ich finde es mit dem Laserstrahl außerdem sehr angenehm, gegen die Viecher zu kämpfen. Nicht in beide Richtungen, das ist gemein. Gut, Nummer 2 ist weg und jetzt noch du. Tschüss und weg und wir können durch. Juhu! Gut. Fledermäuse, noch mehr Fledermäuse. Oh Gott, das will Fledermäuse. Ich will da nicht runterspringen. Ich weiß nicht, wo ich hinkomme. So, alle weg. Heilige Kacke. Wo schießt ihr denn lang? Ich schieß da. Okay. Das heißt, ihr seid direkt auf 4 Feldern untereinander. Okay. Gibt es eine Stelle, wo die... Das heißt eigentlich hier, oder? Moment. Jetzt! Wunderbar, hat funktioniert. Das kann auch länger dauern. Da musste ich mich jetzt ganz kurz konzentrieren, deswegen und jetzt... What the fuck, jetzt funktioniert alles wieder. Das sind die verdammten Räuberfüchse, die klauen einem so viel Kohle und das nervt und... Ah! Ich habe keinen Laserstrahl mehr. Das stört mich auch gerade ein bisschen. So. Und hier ist doch sicher irgendwo ein Geheimgang. Das riecht doch quasi nach Geheimgang. Riecht das auch so nach Fisch und so. Da. Ja. Da. Sehr schön. Yeah! Link geht übelst ab und ich lasse ihn einfach im Regen stehen, mehr oder weniger. Sehr schön. Rein da, Bob! So, Feuerviechies, die ich nicht leiden kann und die man nicht besiegen kann, meines Wissens. Nein. Frage ist, ist hier irgendwas? Guck mal kurz auf die Karte. Steht da irgendwas? Nee, ist nichts zu sehen. Scheint hier auch nichts zu sein. Gibt es irgendeinen Raum, den wir jetzt hier unten noch nicht betreten haben? Den hinteren, aber da kommen wir nicht ran. Wobei, das, wir sind hier oben. Moment. Kann es sein, dass da irgendwas war? Moment, ich gehe nochmal kurz zurück. Ach komm, ich wollte... Ach komm. Aua. Aber es scheint, dass das hier ein Festival, beziehungsweise ich komme nicht durch, wenn es keiner ist. Gut, einfach weitergehen. Ignorieren. Wow. I forgot you are here. Gottes Willen. Schock, schwere Not. Eine scheiß Nimbusgarde oder Schattengarde. Aua, nein, du bist der Assi mit dem Wirbelschlag, den ich nicht blocken kann. Genau, das sind nämlich diese Mistgarden. Die kommen jetzt hier neu an der Stelle des Spiels dazu. Die sind nicht nur einfach nur nervig zu besiegen, sondern sie haben auch noch so einen verdammten Wirbelschlag, der ebenfalls auch ziemlich asozial ist. Moment, ich glaube, das geht mit dem Greifenband ganz gut, kann das sein? Ah, ich habe irgendwie mal was gesehen gehabt, wo das ganz gut ging. Glaube ich, aber nehmen wir wieder die alte bewährte Methode. Die hilft meistens, Bob. Aua. Ja, vor allem wenn man so macht, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Dann funktioniert das nämlich fast gar nicht. Ich troll dich jetzt einfach mal ein bisschen. So, endlich besiegt. Das war eine schwere Geburt. Und du hast dich bewegt, das habe ich genau gesehen. Genau, einfach weg mit dir. Was hier unten? Abgesehen von dem Gipto und Fledermäusen. Irgendwas Interessantes vielleicht? Das ist falsch. Das wollte ich haben. So. Ja, du sterbst einfach mal bitte für mich. Der Rubin liegt auf der Wand. Pff. Jo, und jetzt haben wir keinen Ingame-Sort mehr. Sehr schön. Pff. Die Mumie fällt einfach mal mit mir runter. Das finde ich auch sehr elegant geregelt. Gut. Gefällt mir. Was haben wir hier oben? Vielleicht hätte ich erstmal das Dungeon, ich sag jetzt nicht Dungeon-Item, weil es ja kein Dungeon-Item gibt, glaube ich, in dem Dungeon. Und du bist immer noch da. Komm her. Und fopp. Ja, diesmal bringe ich dich um. Also auf einem normalen Wege, oh yeah.
Gut, ich denke mal, das ist der Kompass. Oder der Boski. Das sind so die beiden Optionen, die es hier gibt. Gab es überhaupt einen Kompass? Mann! Ja, es gab einen Kompass. Gut, wir haben einen Kompass gefunden. Alles klar soweit. Vielleicht das nächste Mal extra erstmal in die Tür gehen, bevor man den Geheimgang auslöst. Erstmal den offensichtlichen Weg, das ist meist der falsche. Wenn es noch einen zweiten gibt. Aber okay, dann wollen wir mal weiter gucken. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Gerade mal 10 Minuten sind vorbei. Wow. Haben wir ja noch ordentlich Zeit. Vielleicht schaffen wir noch so den halben Dungeon. Dann können wir im nächsten Part den anderen halben Dungeon schaffen. Und dann sind wir mit der Hauptstory durch. Dann kann möglichst bald auch schon Assassin's Creed 3 starten. Und Boomerang. Gib mir deine Fee. Kommt, respawnst du eigentlich, wenn ich jetzt wieder den Raum verlasse und wieder reinkomme? Ich hab mal geguckt, ob da noch ein anderer Durchgang war. Ja, du respawnst. Also, du kannst mir noch eine Fee geben. Dankeschön. Die kann man gebrauchen. Pegasus-Stiefel sind immer ganz gut. Die haben bisher immer gute Dienste geleistet. Ach Gott, nein, Flugrätsel. Nee, warum? So, lass mich da hoch. Tatsächlich kann man die anscheinend... Moment, kann ich sie so besiegen? Wie habe ich ihn gerade eben besiegt? Au. Das war nicht das, was ich dir gesagt habe. Der springt jetzt aber automatisch runter. Ey. Wie habe ich dich gerade eben weggekriegt? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht mehr. Gib mir mal Bombe hier. Boom. Das hilft nicht. Okay, alles klar. Schön. Ganz toll. Ja, ich finde, er trifft mich jetzt ganz genau. Nein, tatsächlich trifft er mich nicht. Das ist sehr angenehm. Wie komme ich das gerade geschafft habe, mehrmals runterzufallen, obwohl es eigentlich nicht möglich war, weil ich auch nicht mal in die Richtung gedrückt habe zum Runterfallen. Aber okay. Das Spiel meint, ich schmeiß dich runter, also schmeiß es mich runter. Ich habe keinen Einfluss auf das Spiel, abgesehen von dem, was ich beeinflussen kann. Das war jetzt sehr logisch, mein lieber Freund. Ja, die Pegasus-Stiefel. Ich finde es außerdem sehr interessant, wie groß das Schloss eigentlich ist. Man sieht immer so wenig vom normalen Schloss. Ja. Feuerball, du bist ein bisschen im Weg. Moment. Das müssen wir besser timen. Bing, bom, bom, bom. Und jetzt. Hier sollte ich eigentlich durchkommen. Problemlos. Möglichst. Tatsache. Alles klar. Zack, zack. Und Weg ist frei. Aller Volksbanken, Raiffeisenbanken geregelt. So, Dankeschön. Und eine Fee. Das kann ich gebrauchen. Lauter nützliches Zeug gibt's hier. Ist ja unglaublich. So, zack. Was ist denn hier auf der Plattform? Abgesehen von diesem komischen Viech. Ist sicher noch irgendwas anderes, oder? Ja, 4 komische Viecher, die ich auch nicht besiegen kann. Wie hab ich den gerade nochmal besiegt? Ich habe ganz ehrlich keine Ahnung, wie ich den gerade einmal kaputt gemacht habe. Interessant. Ich habe meinen Gegner kaputt gemacht. Ich weiß nur nicht, wie ich es gemacht habe. Ich dachte gerade, das Viech trifft mich. Komm, das schaffe ich. Yes! Muss ich nicht mehr in deren Bahn reinfliegen. Ist ja sehr, sehr angenehm. Was machen diese ganzen lila Füchse hier? Stirb einfach. Tschüss. Ganz simple Geschichte. Gehen wir hier rein. Und hier haben wir nichts, nichts und... Oh Gott, das wäre eine Schule, gehst du nicht durch die Wand durch. Wie kommt man da rein? Ich will da rein. Ich weiß nämlich nicht, was da drin ist. Beziehungsweise ich möchte da rein, weil ich wissen möchte, was da drin ist. Ach so, macht es richtig Spaß, sie zu killen. Okay, das ist ein Fall für den Boomerang oder für den Bogen, aber in dem Fall ist Boomerang etwas kostengünstiger. So. So. Du da hinten, du gehst auch drauf. Genau, rennen gegen die Kerze, warum auch nicht. Wow, was war das gerade? Lag Move. Sehr schön. Pfeile, die ich nicht brauche, warum auch immer sie hier rumliegen. Aber okay. Wahrscheinlich für die Leute, die keinen Boomerang haben, die dann hier Pfeile benutzen können. Bekommt man den Boomerang eigentlich hier storymäßig fest? Ich weiß es gar nicht, wer ist schon so lange her, Mann.
Ich überlege gerade. Nee, einen kauft man sich und der andere ist der magische Boomerang. Tatsächlich, man bekommt hier dicht storymäßig einen Boomerang. Das ist sehr interessant. Das heißt, der Boomerang ist hier ein komplett optionales Item. Interessant. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh Gott, nein, nicht du. Ist da nicht auch irgendwas zu drinne? So, mit denen kriege ich das sicher halbwegs schnell down. Wenn ich nicht gerade gegen den komischen Stahlkugel umschieße. Na komm. Aua. Ich würde dich gerne irgendwie platt machen. Ich weiß nur nicht wie. Ja, das ist jetzt so eine kleine Kamikaze-Aktion, was ich hier veranstalte. Aua. Hallo, hier drüben bin ich. Mach mich putte. Dankeschön. Aua. Ja, ich weiß, der andere greift natürlich immer genau dann an. Aua. Ich will den Rubin haben. Aua, auch wenn ich ihn überhaupt nicht brauchen werde. Der greift natürlich dann genau dann an, wenn der andere irgendwie Deckung hat. Und, was soll ich jetzt nachgucken? Irgendwas wollte ich nachgucken, ich weiß nicht mehr was. Okay. Da ist die Boss-Tür. Das merken wir uns. Gegner. Nein, kein Gegner. Ich glaube, hier war noch irgendwo Gegner später. Bomb-Oms, wie wir mittlerweile wissen. Okay. Okay. Kann man die hier nicht... Oh Gott, nein. Die kann man auf den Weg nicht ablegen? Fernzünderbomben wollte ich jetzt eigentlich hier aktivieren. Das ist natürlich ganz toll. Tatsächlich, man kann die da nicht drauflegen. Das ist gemein. Wie mache ich das am besten? Tatsächlich, es fällt einfach runter. Na, wobei ich kann hier hochspringen, das ist ja schon mal was. Das sehe ich natürlich erst jetzt. Na klasse. Nein, ich wollte nicht speichern. Mann! Steuerung! Troll mich nicht. So, jetzt ist die Tür offen. Es bringt mir nur sehr viel, wenn ich nicht weiß, wie ich da reinkommen soll. Kann ich das irgendwie da runterwerfen? Aber, ja, vielleicht sollte man dann nicht den Knopf drücken, der das Ding zum Auslösen bringt. Nein, tatsächlich bringt das nichts. Interessant. Die komme ich jetzt am besten darüber. Ich habe eine Idee. Bob. Was ich jetzt gerade, fällt mir gerade so auf, sehr interessant finde, es werden nochmal alte Dungeon-Items eingesetzt. Und zwar überwiegend. Also verschiedene und nicht nur eins. Ich brauche eine von den Bomben. Und, aua, ja, am besten nicht so. Komm her, du. Jetzt, boom. Abgesehen von den Bomben, die hier runtergefallen sind, sehr stylisch. Dankeschön. Die Bombe steht da oben immer noch. Pff. Ach komm, die lassen wir einfach da stehen. Warum auch nicht? Okay. Hier kommen immer noch Gegner, ich weiß aber nicht wann. Oh, das ist doch mal ganz toll. Hier gibt's Gratis-Feen. Bop, 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 wow. Three of a kind. Cool. Ich weiß nur immer noch nicht, wann ich hier meine Gegner bekomme. Und ich renne hier gerade... Ah, hier ist einer. Ich renne hier kreuz und quer durch dieses verdammte Schloss und habe keinen Plan, was ich mache. Ich will dich killen. Genau, renn gegen die Wand. Das ist total clever. Und du, diese verdammten Säulen sind mir im Weg. Aua. Nein. Hörst du auf. Böse. Die rennst mir ein bisschen zu weit, weißt du das? Jo. Gut. Etwas Geduld, aber dann läuft's. So, komm, hau rein. Mein Kollege hier. Alles klar. Du trollst mich nicht. Ich trolle dich, verstehst du? So geht das. Hi. Die Weglauf-Zuhau-Taktik. Alles klar. Und hier haben wir außerdem den blauen Porter. Ach, jetzt kommen die ganzen Garden. Genau, jetzt haben wir den besiegten, damit tauchen die ganzen Gegner auf. Das war das, was ich... Ja, klar, zwei. So klar. Das war das, was ich meinte.
Da tauchen jetzt die ganzen Garden auf, wo ich davor gesagt habe, ja, da kommt noch ein Gegner. Die lösen sich anscheinend erst dann aus, wenn man hier das aktiviert hat. Und hier braucht man 4 Schlüssel und ich habe auch noch eine Ahnung, wie das war. Genau, da oben ist der Boss-Key. Gib mir mal das Ding da. Und zwar brauchen wir jetzt alle 4 Schlüssel, um an den Boss-Key zu kommen. Und jeder Schlüssel befindet sich in einer Ecke dieses Schlosses. Moment, ich zeige es ganz kurz auf der Karte, wenn man es sehen kann. Hier in den 4 Ecken jeweils befindet sich jeweils ein Schlüssel. Und die müssen wir alle sammeln. Und das könnte anstrengend werden, minimal. Habe ich den freie Flasche? Abgesehen von der roten Elixier? Ja, habe ich, sehr gut. Dann nehme ich mir doch gerade eine Fee mit. Wow, 4 of a kind. Warum auch nicht? Überhaupt nicht viel. So, komm, noch so. Klassischer Ausrüstung, Schwert und Schild. Und jetzt kommt hier eine Nimbusgarde, beziehungsweise, oh Gott, 2 Nimbusgarden. Das war der falsche Weg. Wobei, man muss glaube ich, sogar jede besiegen, wenn ich mich jetzt gerade nicht getäuscht habe. Das sind aber noch die schwächeren Versionen der Nimbusgarden. Aua, oder der Schattengarden. Ich weiß gar nicht genau, wie die in dem Spiel heißen. Aua. Aua. Also hier kommt man sogar noch, die halten weniger aus. Aua. Und, man kommt manchmal auch durch den Block durch. Das kommt man bei den anderen nicht und die können auch keinen Wirbelschlag. Also sind absolut eine schwächere Version der Schatten oder Nimbusgarden oder whatever. Und du stirbst jetzt bitte mal. So. Ah, wobei, du hältst ein bisschen mehr aus. Au, als der Schwarze. Wobei, du hältst genauso viel aus. Du hast nur länger überlebt, weil ich dich nicht getroffen habe. So ist es richtig gesagt. Nicht der Kack. Nicht der Kack. Das ist so assi. Das ist echt assi. Da, brauche ich gerne mal ein bisschen länger. Wobei, ich habe es auf Anhieb geschafft. Sowas geht. Dankeschön. Ein bisschen abkürzen. Mit meinem schicken Greifenmantel. Oh Gott, Geister. Geister! Weißbrot! Ah. Oh, das hat funktioniert. Ich dachte, die anderen werden doch gar nicht down. Einfach ein bisschen Rage quitten und durch die Gegend schlagen mit dem Schwert. Schleudern wollte ich erst sagen, aber schleudern ist leider Gottes nicht der richtige Begriff an dem Punkt. Schlüssel. Juhu, Nummer 1. Wir brauchen ja nur 4. Das ist fast wenig. Ich guck gerade auf die Karte. Anscheinend haben wir bisher keinen Raum wirklich verpasst. Ja, okay, gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Hier sieht man auch, das sind noch die 4 Schatzkisten plus die Bosskiste und dann war es das auch schon wieder für den Dungeon. Gar nicht mehr so lang, aber trotzdem interessant. Gut, ihr seid besiegt, ihr bleibt auch besiegt. Das finde ich sehr höflich von euch. Und hier kann ich hoch. Mit dem Greifmantel. Ich finde den Greifmantel außerdem sehr cool. Juhu! Sowas hätte ich auch gerne. So richtig cool Fliegen-Style und Superman. Warum springe ich hier runter? Na egal. Weil ich hier hin möchte, genau. Und hier haben wir eine rote Nimbusgarde, beziehungsweise eine Schattengarde. Und ich habe schon wieder vergessen. Beziehungsweise ich weiß immer noch nicht, wie sie heißen. Dann hätte ich das auch nachgucken sollen in den 2 Minuten, die seit der letzten Nimbus-Schattengarde vergangen sind. Du? Gehst ziemlich einfach, muss ich sagen. Das lief gut. Das lief sehr gut. Da hatten wir gerade eben schon mehr Probleme. Obwohl es eigentlich eine stärkere war. Nein, dieser Feuermüll, das ist so Mist. Wow, das ist so Mist. So viel zu dem Thema. Ging das nicht irgendwie mit einem? Das ist natürlich ganz toll, dass ich jetzt hier warten muss. Wie war denn das nochmal? Wie komme ich denn hier am besten durch? Lass mich mal da durch. Alles klar. Moment. Bier ist jetzt mal etwas anders. So, vielleicht. Vielleicht funktioniert das so. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so funktioniert. Wir können es so probieren. Ja, so funktioniert's. Alles klar. Sehr gut. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es so vorgesehen war, aber es funktioniert und das ist das Wichtigste von allen. Und da ist... Ah, verdammter Feuermagier.
Damit öffnet sich die Tür hier und hier unten ist doch irgendwas. Ab, ja, gibt es. Da kommt doch sicher irgendwas zum Vorschein, wenn ich die kille. Das riecht doch gerade danach. Ja, hier riecht es nach Gyptos. Und ich bin schon wieder gefangen. So, du stirbst und du auch. Ja, ich scheiße jetzt mal ganz kurz auf Leben. Ich bekomme eh nachher wieder welche in den Arsch geschoben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und tatsächlich ist hier unten nichts. Hätte ja sein können. Mensch. Hier oben dürfte dann sich nur ein Schlüssel warten. Perfekt, eine weitere Tour. Dass sie nicht hier wegrollen, Link. Das ist nicht der Sinn des Ganzen. Ein Schlüssel. Das wäre Nummer 2 von 4. Ja, Mathe im Kopf, ne? Soll manchmal auch funktionieren. Ich habe den Dungeon länger im Kopf gehabt. Aber, naja, wir werden sehen. Irgendwo werde ich schon noch scheitern. Beziehungsweise irgendwo werde ich absurd failen. Und dann werde ich sagen, jo, ich sagte doch, dass ich hier echt rumfailen werde. Und hallo, ihr beiden. Ich bin noch nicht mal im Raum drin und sie greifen mich schon an. Ich mag außerdem die Räume mit einer lieber. Da kann man sich mehr auf den Gegner konzentrieren. Aua, aua. Nein, 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 nein. Aua. Komm schon, stirb einfach. Sei ein braver Ritter und stirb. Aua. Ich sag dir, stirb. Er will nicht hören. Also ganz ehrlich, schlimmer als die goldene Garde. Also ihr habt ja vielleicht gemerkt, dass die anderen Garden, die stärkeren Garden, goldene Schilde hatten. Zum Beispiel. Ach Gott, nein. Oh, aber Herzen. Das kann ich gebrauchen. Sehr gut. Außerdem kann man, habe ich glaube ich schon gezeigt, kann man das damit wieder zurücksetzen. Wie mache ich es am besten? Ich glaube, ich weiß es schon. Sowas durchschaue ich immer ganz gerne recht schnell. Hier lang. Ich überprüfe. So, ja, das stimmt. Das sollte stimmen. Ja, alles klar. Mit sowas komme ich eigentlich immer ganz gut klar. Das war auch in der 8. Arena von Pokémon Smaragd. Ist ja ein ähnliches Prinzip. Auch darfst du auf jedes Feld einmal treten und musst alle ausfüllen. Habe ich auch beim ersten Mal keine Probleme mit gehabt. Ganz ehrlich. Oh nein. Du stirbst erst, weil du mich mehr nervst. Weil danach mein ganzes Geld wieder futsch ist. Fuchikato! Hi du. Ich finde es aber so, wie so, was ist los? Würdest du dich bitte hauen lassen? Dankeschön. Nicht benötigte Kohle. Gut, warum auch nicht? Was ist hier unten? Ja, ja, ich untersuche mal alles. Fliegende Töpfe zufälligerweise? Nein, nur Reservoirtöpfe mit Bomben und Pfeilen. Ganz, ganz viel davon. Mir werden Herzen lieber. Ich hab unter die Hälfte jetzt nur noch, ne? Also wir können auf jeden Fall nicht zum Boss mit der vollen Herzleiste, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, wegen den Figuren halt, weil ich noch nicht alle haben kann. Das geht dann erst nach dem finalen Boss. Das wusste ich nicht mehr. Ich habe es nämlich noch nie so wirklich 100% gespielt an dem Punkt, muss ich sagen. Ich hätte nur einmal alle Figuren, aber 100% gespielt noch nie. Das ist jetzt ein Debüt. Ja, ja, ja. Bob, alles weg. So, gib mir mal auch ein paar Herzen, die kann ich gut gebrauchen. Und auch war die letzte Nimbus gerade, meiner Meinung nach, oder? So. Alles klar. Wunderbar. Hi, du. Der letzte von euch. Wie viel waren es eigentlich? 6, oder? Plus die eine, 7. 7, ja. Und der davor war noch. Das waren dann 8. Das heißt, wir sind bisher 8 Nimbusgarden begegnet. Beziehungsweise Schattengarden. Beziehungsweise whatever. Wie auch immer ihr heißen mögt. Beziehungsweise ihr mögt vielleicht gar nicht heißen. Und ihr heißt einfach. Ich meine, das ist ja auch im Bereich des Möglichen. Gib mir mal wieder ein paar Feen. Ich weiß, dass du mich wieder auffüllen kannst. Boomerang. Hilf mir. Bop, 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 bop. Es wäre auch mehr möglich gewesen als das. Oh Gott. Das ist notwendig gewesen. Ganz ohne volle Herzen fühlt man sich doch ein bisschen schwach. Naja. Also Leute, wenn ich gerade so einen Blick auf die Uhr werfe, sehe ich, der Part ist vorbei. Und ich würde sagen, im nächsten Part gucken wir uns den Rest des dunklen Schlosses Hyrule an. Und ja, werden dann auch schon an den finalen Kampf rangehen wahrscheinlich mit Fati oder Vati oder whatever.
Und dann gehen wir ordentlich aufs Maul und befreien Zelda und alles ist cool und vielleicht sogar schon der Abspann. Das heißt, der letzte Hauptstory-Part und vielleicht sogar schon im nächsten Part. Naja, wir werden auf jeden Fall sehen, was sich auftun wird. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei The Legend of Zelda The Minish Cap. Bis dahin und ciao.